Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Tutorial-Video zu dem Spiel Vikings War of Clans. Heute behandeln wir das Thema Helden- und Schaman-Sets, was sie euch bringen und warum es wichtig ist, diese zu erstellen. So, hier mal wieder ein bisschen Schleichwerbung von unserem Clan. Wir suchen auch stetig neue Mitglieder, also bei Interesse gerne melden. So, und zwar, wie die meisten natürlich wissen, es gibt natürlich ein Kampfset, ist ja klar. So, es ist natürlich auch wichtig, die richtigen Steine immer zu nutzen zu den Sets. Was ich sehr oft leider erlebe, ist, dass viele sich im Kampfset natürlich ein bisschen vertun und einfach die falschen Steine reinsetzen. Und zwar ist sehr, sehr wichtig, Schaden, Leben oder Schutz. Eins von den dreien, aber nie andere Steine hinzufügen. Bedeutet niemals Truppenkapazität in ein Kampfset reinsetzen, niemals Marschtempo in ein Kampfset reinsetzen oder einfach irgendwelche andere Steine. Truppen, also Leben, Schutz, Leben, Schutz und Schaden. Mehr gehört in ein Kampfset nicht rein. Kontrolliert das am besten mal bei euch. Das haben wir jetzt schon so oft erlebt, dass da leider noch manche so kleine Fehler drin haben. Denn alles andere bringt euch im Kampf nichts. Es ist ja wichtig, dass eure Truppen verstärkt werden und nicht irgendwelche andere Fähigkeiten. Das macht keinen Sinn. So, zu dem Kampfset gibt es natürlich auch verschiedene andere Sets. Wie man Sets erstellt, solltet ihr wissen. Solltet ihr es nicht wissen und es möchte nochmal jemand gerne ein Video dazu haben, wie man die Sets erstellt, gerne in den Kommentaren niederlegen, dann mache ich nochmal fix ein Video dazu fertig. Es gibt natürlich das Eindringlingsschutz-Set und zwar wird der Eindringling dadurch natürlich geschwächt, euer Held verstärkt und die Ausdauer des Helden wird auch nochmal erhöht. Ausdauer bedeutet eben, dass ihr weniger Energie benötigt pro Schlag als ohne dieses Set-Teil. Das ist also sehr wichtig, sollte auch als allererstes natürlich fertig sein, damit ihr günstiger die ganzen anderen Eindringlinge fertig machen könnt. So, das sind so die Standard-Sets. Natürlich gehört dazu auch die Sets für Lerntempo, für Baugeschwindigkeit und auch Trainingstempo. Das haben wir hier zum Beispiel. Die sind natürlich sehr wichtig, damit ihr kostengünstiger euch vergrößern und auch verstärken könnt. Natürlich das Trainingstempo ist für mich jetzt derzeit das Allerwichtigste, weil es ist sehr teuer, die hohen Truppen zu machen. Daher muss man oder lohnt es sich, jeden einzelnen Prozent zu sparen. Natürlich gibt es dann unter den Kampfsets auch das Bastion-Set. Da hat ebenfalls nur Steine und Runen drin, was zu suchen, die für den Kampf geeignet sind. Alles andere lasst ihr draußen. So, es gibt dann natürlich auch Sets extra, um Ressourcen zu produzieren. Das habe ich einmal hier mit meiner Baugeschwindigkeit zusammengeschlossen. Deswegen habe ich auch keine Rune für die Baugeschwindigkeit, weil ich eben mit dem Bauen fertig bin derzeit. Die Runen habe ich ja noch, zur Not kann ich dann immer noch umswitchen. Daher benutze ich die Teile erstmal für die Ressourcenproduktion. So, natürlich funktionieren Sets auch nur, wenn ihr die angelegt habt. Das sollte jedem auch klar sein. Das heißt, wenn ihr hier verschiedene Sets habt, zählen die Boni nicht gemeinsam zugleich, sondern ihr müsst die extra ausrüsten. Das gleiche zählt auch natürlich bei dem Schaman. Beim Schaman ist es ein bisschen simpler als beim Helden. Da habt ihr für jede Situation einen extra Schaman, Buggy zum Beispiel für Ressourcen, Aktivitäten und fürs Bauen zuständig. Deswegen braucht ihr meistens auch nur ein Set. Vielleicht so ein paar kleine oder verschiedene Schuhe oder sowas. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Inga ist zum Beispiel fürs Trainieren und fürs Forschen zuständig und dementsprechend bekommt sie auch nur dieses Set. So wie Schattenwender nur für die Speer da ist. Rain ist reinweg nur für die Pop-Aktivitäten. Also da ist es ein bisschen simpler. Natürlich sind die Ausrüstungen für die Schamanen deutlich teurer als die für den Helden. Daher fertigt zuerst das für den Helden zu Ende und könnt dann einen Schamanen nach dem anderen fertig machen. Was dann noch so für interessante Sets gibt, zeige ich euch mal eben. Die wichtigsten Sets finde ich neben der Standardqualität, sage ich jetzt einfach mal,
zum Beispiel das Centurio-Set. Das ist extra dafür da, dass ihr an diesen Ressourcenverstecken hier, so wie die Oberteils, schneller die Ressourcen abbauen könnt. Ob das was bringt, das werden wir jetzt mal gemeinsam herausfinden. Gut, ich weiß es schon, aber ihr werdet es dann auch nochmal live sehen. Und zwar gucken wir mal. Ja, Eisen. 2,1 Millionen Eisen. Das ist also ungefähr noch voll. Schicken wir jetzt einfach mal mit unserem Kampfset, mit dem ganz normalen Set, das ich jedes Mal anhabe, schicken wir da jetzt einfach mal Truppen rein. Wir würden jetzt brauchen 48 Minuten, also knapp 49 Minuten. Wenn wir jetzt einmal. Heldenset. Wir gehen hier einmal auf die gespeicherten Sets. Wie ihr die Sets speichern könnt, was da sehr wichtig ist zu bedenken und. Wer wird zu dem Video mit dazukommen, zu den Heldenskillungen und dessen gespeicherten Sets? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, das hier noch mit reinzunehmen. Daher gibt es ein gesondertes Video. So, Ressourcenfarm. Ich guck mal hier mal eben. Ja, der eine greift nicht an. Okay, dann ist alles gut. Dann machen wir mal direkt weiter. So, Heldenset haben wir gewählt. Dann wählen wir natürlich den richtigen Schaman dazu auch noch aus. Das wäre in dem Fall Buggy. Ich glaube, das war hier, genau. So, eben haben wir knapp 49 Minuten gebraucht. Jetzt, ohne irgendein Item zu benutzen, schicken wir los und brauchen anstatt 49 Minuten nur noch knappe 20 Minuten. Das ist natürlich ein Ersparnis von ja, zwischen 55% bis 60%. Ist natürlich erheblich, denn wenn der Gegner in der gleichen Zeit ein Teil macht, also ein Versteck abfarmt, könnt ihr zwei abfarmen. Das heißt, es lohnt sich natürlich extrem, die Sets auch wirklich zu benutzen. Besonders in Events ist das natürlich von großem Vorteil. So könnt ihr die Teile schneller abfarmen. Parallel könnt ihr natürlich, wenn ihr zum Beispiel einen Doppelhelden habt, könnt ihr natürlich nochmal einen Helden mit dem gleichen Set losschicken und parallel dann die anderen Verstecke in einer langsameren Geschwindigkeit abbauen. Aber so seid ihr eben deutlich schneller, macht mehr Punkte und habt einfach nicht so viel Zeitverlust. So, es gibt dann natürlich auch ein anderes Set, was reinweg für die Truppenkapazität vorhanden ist. Dafür gehen wir mal auf Helm. So, das wäre hier als Beispiel dieses Set. Das ist explizit dafür ausgerichtet, eure Truppen mehr Kapazität der Traglast zu bieten. Ist ganz gut geeignet, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht das Plünderer-Abo habt, wo eure Kapazität eh um 3500 erhöht wird, sondern eben ganz normal habt. Dann ist das Set Gold wert, da ihr dann Gegner wesentlich schneller abfarmen könnt. So. Ja, das sind so die wichtigsten Sets, die ihr unbedingt haben solltet. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbau und immer die goldene Regel bedenken, wartet mit den Materialien ab, bis ihr die Materialien auf Legendär habt, denn sonst müsst ihr früher oder später das Set nochmal herstellen, wenn ihr es nicht schon auf Legendär habt. Denn ohne dass es auf Legendär ist, könnt ihr keine Rune einfügen. Und das erkennt man hier. Bei Legendär haben wir eine Rune drinne, bei dem Epischen eine Stufe darunter können wir eben keine reinsetzen. Das wäre natürlich schade, weil sehr viel Power und sehr viel Bonus dadurch flöten gehen würde. Das heißt, ihr müsst so oder so nochmal Zeit und Geld investieren, um das dann zu fertigen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und habt ihr Fragen, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Ihr könnt auch gerne ein Abo dort lassen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich und man sieht sich.